Namaste, Xiaolei ist wieder da für euch. Und ich wünsche euch ein schönes Neujahr. Und diese Jahre wird schön, eine Kuh, Jahre des Kuh. Ne? Diese Kuh wird, bedeutet Kuh wird transformiert, alle schlechte Energie, alle Virus in gesund und Peace. So lass uns mit gutes Gedanken und mehr Achtsamkeit und mehr Zufrieden gedanken und machen wir zusammen schön Yoga. Ich weiß, das ist eine besondere Zeit. Es ist sehr leicht bekommen, Emotionen und Depression in dieser Situation. Aber je mehr solche Situationen haben wir, muss man mehr stark, mehr Mut, mehr Geduld zu bleiben. Durch die Nase einatmen, ausatmen, immer gleichmäßig. Denk mal, ich bedanke mich sehr für meinen liebevoll kostbaren Körper. Ich habe Wasser und Nudel oder Reis, das ist genug von mir. Mehr brauche ich nicht. Und mache solche zufrieden Gedanken in den Kopf. Und Disziplin, Yoga und Disziplin, Meditate. Und wünsche diese Welt bekommen Einheit und Harmonie und alle Leute bleiben gesund und liebevolles Gedanken. Durch die Nase tiefer ein und wieder durch die Nase tiefer aus. Wir bringen diese Erleuchtungsgedanken in den Kopf. Ich bin sehr dankbar, weil ich habe diesen kostbaren Körper, gesunden Körper. Trotzdem, ich übe Yoga zu Hause, online mit Sportpark zusammen. Ich bin auch sehr zufrieden und bedankbar. Und ich glaube, alles wird besser. Durch Nase noch mal tiefer ein. Und lass uns zusammen gemeinsam an vom Universum. Und Chen Ni Man Zhang, Om Mani Padme Hum, denk an diese schöne Regenbogenfarbe Licht, das Sternen. Ein Segen für uns, für alle. Besonders für die Leute, die arbeiten, für Krankenhaus, für Altheim, für Schule, für Kindergarten. Und die Leute alle bleiben gesund. Alle Opa, Oma, alle Babys, alle Eltern bleiben gesund. Mal tiefer ein, durch die Nase. Ah. Noch mal tiefer ein. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum.
mani peme hong. Ao mani peme hong. Ao mani peme hong. Ao mani peme hong. Ao mani peme hong. Om mani padme hum. Om mani padme hum. Om mani padme hum. Om mani padme hum. Nochmal durch die Nase tiefer ein. Shanti, Shanti, Shanti. Om freedom, freedom, freedom. Namaste. So langsam sinken die Hand auf die Knie. Lass die Schulter weg von den Ohren. Verlängerung der Wirbelsäule. Drück den Bauchnabel fest in. Einmal tiefer einatmen, rollen in die Schulter von vorne nach hinten. Nasenblut, ein bisschen Massage bei unserer Schulter gelingen. Einatmen, heben, aus, dann sinken. Einatmen, heben, aus, dann sinken. Einatmen, heben, aus, dann sinken. Einatmen, nochmal heben, aus, dann sinken. Lass mal einatmen, heben, aus und sinken. Jetzt wechsel vom hinten nach vorne, auch sechsmal. Roll die Schulter in die Zeit, wir sollen harten unsere Halswirbelsäule entspannen. Tiefer ein, heben, wieder aus und sinken. Einheben, aus und sinken. Einheben, aus und sinken. Einheben, aus und sinken. Bleiben wir hier, Schulter weg von den Ohren. Noch einmal ein und wieder aus. Ein, aus, einheben, aus und wieder langsam sinken. Bleiben wir hier. Versuchen wir langsam, lassen die Schulter Richtung die Ohren. Mach dich wie eine Pinguin, eine süße Pinguin. Ausatmen, fallen lassen. Einatmen, heben. Ausatmen, fallen lassen. Ein, aus. Ein, aus. Ein, aus. Ein, aus. Ein, aus. Ein, aus. Einatmen, heben, 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 heben. Ausatmen, fest. Ausatmen. Senken die Schulter. So, sehr schön. Wieder nächstes Einatmen. Langsam vor Verlängerung unser Halswirbelsäule. Kinn nach vorne. Ein bisschen nach vorne. Ausatmen, sinken die Kinn zu den Schlussbein. Einatmen, heben die Kopf von der linken Seite, rollen. Ausatmen, sinken von der rechten Seite, zum Mahnen an der Glube. Einheben von der linken Seite, ausatmen, sinken von der rechten Seite. Einheben von der linken Seite, ausatmen von der rechten Seite. Einheben, ausatmen, sinken. Einheben, aus und sinken. Einheben. Aus und sinken. Aber langsam. Das ist unser Körper. Kein Salat. Muss man sehr viel Liebe mit dabei. Wechsel auf die andere Seite. Anheben. Aus und sinken. Einatmen, heben. Aus und sinken. Einheben. Aus und sinken. Einheben. Aus und sinken. Einheben. Aus und sinken. Einheben. Aus und sinken. Lass unser Kinn zu den Schlussbein zuerst. Und langsam Halswirbelsäule. Wirbel zu Wirbel zurück. So. Jetzt mache ich eine Magic für euch. Blätter, Blätter und Blumen. So, bleiben diese Form wie eine Blume. So, wie eine Lotusblume. Mit dem nächsten Einatmen heben den Kopf hoch.
du fühlst dich in dieser Situation, dann halte Wirbelsäule von Lande rum und geben gar keine Fahrten mehr vor deine Halswirbelsäule vorne. Außer sinken. Einheben. Außer sinken. Einheben. Namaste. Außer sinken. Dreimal. Einheben, heben, heben, heben. Verlange um die Halswirbelsäule. Und weiter atmen durch die Nase. 3, 2. Außer wieder langsam zurück. Sehr schön. So, langsam sinken die Hand auf die Knie. Öffne die Hand. Zieh die Schulter zusammen. Denke mal hier in der Mitte auf deine Wirbelsäule. Ein sehr dünnes Papier. Du willst das gar nicht fallen lassen, dieses Papier. Das bedeutet, du benutzt deine Rückenmuskel auch. Einatmen, öffnen. Außatmen, beugen. Einöffnen. Außatmen, beugen. Einatmen, wieder öffnen die Brust. Außatmen, beugen. Einatmen, öffnen. Außatmen, beugen. Einatmen, öffnen, öffnen, öffnen. Drücken die Brust nach vorne, nach hoch. Aufrichten auf Himmel. Außen wieder langsam zurück in die Mitte. Bleiben wir hier wieder langsam. Heben die Arme hoch. Außen dreht die Oberkörper auf die linke Seite. Auch schon nach hinten. Einatmen wieder langsam zurück in die Mitte. Außen auf die andere Seite sinken. Einatmen wieder langsam zurück in die Mitte. Außen Namaste für die Brust. Und langsam sinken die Hand auf die Oberschenkel. So, mit dem nächsten Atem einheben die Popo, nehmen die Block, nehmen bei dir. Wir brauchen einen Block. Wenn du aber gar keinen Block, dann bitte benutze ein Kissen, wo das nicht rutsch würde. Wenn du ohne Kissen haben, dann nimm ein Buch. Das Buch soll das ein bisschen dicker sein, anstatt wir auch. Und dann soll das nicht Heiligbuch, weil du wirst das Buch unter deinem Fuß, ne? Du wirst nicht dein Heiligbuch unter deinem Fuß sein. Normal Buch, aber dick, geht auch. Aber am besten mit Block. So, mit der nächsten Einatmen langsam heben die Knie. Und wir bleiben da hier in halbes Navasana. Bleib da hier, Schulter unten lassen. Kraft die Bauchmuskulatur, öffne die Erde, deine Finger liegen von deinem Fuß. Aktiv die deine Beinmuskel, aufwachen deine Beinmuskulatur. Tiefer ein und tiefer aus. Wieder nächstes Einatmen. Von langer Runde Wirbelsäule aus. Dann sinken die Hand und Knie auf die Boden. Wir droppen uns im Vierfußaufstand. Das bedeutet, wie breit unser Hüftabstand sind, wie breit unser Knieabstand sind, wie breit unsere Schulter, wie breit unser Handgelenkabstand sind. Das ist genauso wie damals, habe ich für euch erklärt. So, noch mal ein paar Katzenübungen. Einatmen langsam, heben die Popo, senken die Wirbelsäule, gleichzeitig öffnen deine Wirbelsäule, öffnen deine Schulter, drücken die Brust nach vorne, nach hoch, Augen schon nach vorne, außerdem beugen, trage die Bauchnabel. Einatmen langsam, Wirbel zu Wirbel senken, öffnen die Rücken, außerdem beugen. Einatmen langsam, Wirbel zu Wirbel senken. Öffnen die Brust, öffnen die Schulter, ausatmen, beugen. Einatmen langsam, Wirbel zu Wirbel sinken. Öffnen die Brust, öffnen die Schulter, ausatmen, beugen. Einatmen langsam, Wirbel zu Wirbel sinken. Und langsam sitzt dich dann, drücken deine Popo Richtung deine Ferse, bleibst du in Child Pose. Und bleib da hier, entspanne deine Schulter und drücken die Arme links und rechts, links und rechts. Und langsam roll in die Wirbelsäule, Wirbel zu Wirbel zurück nach vorne und beugen deinen Rücken, aber Schulter weg von den Ohren, grab die Bauchmuskulatur und langsam von der Katze bis Chaturanga. Beugen die Ellbogen, bleib da hier, Katze. Katze, Chaturanga, bleib da hier. Kinn auf die Boden, laufe die Hand Richtung die Hüfte ein bisschen. Und mit dem nächsten Einatmen, drücken die Hand wieder zurück auf die Sitz. Und wieder langsam roll in die Wirbelsäule, langsam Wirbel zu Wirbel nach vorne. Und einatmen, hey, öffne die Brust an Chaturanga.
Und wieder langsam duck dich wieder zurück mit Beugen rücken. Und roll dich wieder nach vorne und wieder auf in die Chest. Und sinken. Und wieder langsam zurück mit Beugen rücken. Sehr schön. Nochmal ein. Roll in die Wirbelsäule und dann rücken und langsam open in die Brust, Chaturanga. Und ducken. Und langsam zurück. Sehr schön. In dieser Situation fühlst du deine Wirbelsäule ein bisschen warm bekommen und ein bisschen angenehm. Einatmen langsam, roll in die Wirbelsäule, Wirbel zu Wirbel nach vorne. Und auf, mit dem nächsten Atem ein, open in die Brust. Öffnen die Schulter, beugen die Ellbogen und Chaturanga. Drücken die Fußspitze auf den Boden, Krabi, Popo, Muskulatur, Popo, Beine, Popo, Spitze, Richtung Universum. Drücken die Bauchnabel fest, bleib da hier. Ausatmen. Einatmen, wieder zurück. Komm wieder langsam zurück zu sitzen. Nochmal rollen in die Wirbelsäule, Wirbel zu Wirbel nach vorne. Und öffne die Brust, öffne die Schulter, Chaturanga. Und in dieses Mal versuchen, lohne die Schulter nochmal. Eins und zwei und drei. Bleib da hier. Öffne die Hand. Deine Hand von hinten zusammen. Auge schon nach vorne. Hebe die Arme hoch. Pumpe die Fuß. Beuge die Knie. Auge schon nach vorne. Bleib da hier. Tiefer ein. Tiefer aus. Du kniebauch aber fest in. Und genießen das hier. Drei und zwei. Einatmen, öffne die Hand, drücken die Hand lieber bei deiner Brust. Und sinken die Fuß auf den Boden und komm zurück. Und zu Baby. Sehr schön. Einatmen wieder langsam zurück zu Vierfußaufstand. Und vom Vierfüßaufstand an drücken deine Gewicht Richtung deiner Hüften und versuch mal mit Dorfer uns in V. In dieser V-Stellung lasse unsere beide Popospitze Richtung hinten und machen deinen Bauch dünn. Drücken die Bauchnabel fest in und Kraft deine Beine, Muskulatur. Und Schulter entspannen, Oberarm drehe Richtung deiner Brust. Kopf fallen lassen. Bleib da hier, genieße deinen Atem. Wie breit deine Hüftabstand sind, wie breit deine Fußabstand sind. Fuß gerade nach vorne, Hand auch gerade nach vorne. Entspanne dich deinen Halswirbelsäule. Atem weiter durch die Nase. Fünf Atem. Tiefer ein. Tiefer aus. One. Two. Three Atem. Vier Atem. Fünf Atem, einatmen, langsam heben die Ferse und langsam laufen die Fuß Richtung die Hand, in der Mitte auf die Hand. Heben die Kopf, Schulter weg vom Ohren, beugen die Knie, Bauch, Oberschenkel. Einatmen, mit gerade Wirbelsäule langsam zurück. Ausatmen, Samasthiti Dandasana. Nochmal tiefer ein, heben die Arme hoch. Und wieder aus, und beugen die Knie, Bauch, Oberschenkel. Natürlich, wenn du deinen Körper schön Disziplin durchgeübt, kannst du auch langsam erstmal Bauchkontakt mit deinen Oberschenkeln, dann langsam gerade deine Beine zu machen. Bleib da hier vielleicht dein Hinterbein ein bisschen sauer. Das ist normales Gefühl. Das ist gut. Tiefer ein. Einatmen, heben den Kopf, Hand nach vorne ein bisschen, dann schieben den rechten Fuß nach hinten. Von hier lasse unseren linken Fuß auch nach hinten. Wir dürfen uns in Linie 1. Gleichzeitig drücken die Hand, drücken den Fuß fest auf den Boden. Und bleib da hier, Kraft, die Bauchmuskulatur bleiben. Sehr angenehmes Atmen. Tiefer ein, tiefer aus durch die Nase. Tiefer ein, schieben die Oberkörper nach vorne. Tiefer aus. Senken die Knie auf die Boden, Fußrücken auf die Boden und noch ein bisschen mehr laufen die Oberkörper, nur die Oberkörper laufen, aber die Hand bleibt stabil. Ausatmen, Chaturanga. Einatmen, rollen die Schulter nach hinten ein bisschen, noch einmal. Eins, okay. Dann langsam laufen die Hand nochmal Richtung Hüften,
Dann machen wir nochmal rolling die Schulter. Ein. Sind nicht nur zusammen. Auge schon nach vorne. Ausatmen. Einatmen. Rolling die Schulter zuerst. Jetzt, du musst nicht so gerade arm zu bleiben, bevor deine Brust nach vorne zu ducken. Und dann langsam rolling die Schulter. One, two, three. Und dann langsam ducken dich wieder zurück. Und dann ducken deine Hüften nach vorne. Beugen die Ellbogen ein bisschen. Ausatmen. Halb schau wie Hund. Bleib da hier wieder fünf tiefe ein, tiefe ausatmen. Ducken die Bauchnabel fest in, Schulter entspannen. Oberarm dreh Richtung deiner Brust. Weiter atmen durch die Nase. Drei und zwei. Einatmen, heben die Ferse. Beugen die Knie, auch schon nach vorne. Und langsam laufen die Fuß, rechte die Hand. Heben die Kopf, lang die Halswirbelsäule, Schulter weg von den Ohren. Außerdem beugen die Knie, Bauch, Oberschenkel. Einatmen. Gerade wie wieder langsam zurück. Ausatmen, sammelst du wieder da. Einatmen, heben den Arm hoch. Ausatmen, beugen die Knie, Bauch, Oberschenkel. Einatmen, Augen schon nach vorne. Gleichzeitig ducken die Hand auf die Boden. Die linken Seite Fuß nach hinten einmal. Und danach die rechte Fuß auch einmal. Wir bleiben in Linie 1. Gleichzeitig ducken die Hand, ducken den Fuß fest auf die Boden. Ducken die Bauchnabel fest in. Einatmen, schieben den Oberkörper nach vorne. Ausatmen, Chaturanga. Einatmen, blank. Ausatmen, Chaturanga. Einatmen, Stück. Ausatmen, Chaturanga. Ein, aus. Ein, aus. Machen wir 100 Mal, ne? Ein. Und wieder aus. Aber ich bin sehr sanft. Mache ich nicht 100 Mal heute für euch. Mach mal nur 5 bis 6 Mal, okay? Ein. Aus. Ein. Aus. Okay. Chaturanga. Einatmen, abwiesen, Darm. Schön. Ausatmen. Darm, abwiesen, Darm. Tiefe ein. Tiefe aus. Tiefe ein. Tiefe aus. Drei und zwei. Einatmen, heben die Ferse. Und langsam beugen die Knie, Augen schon nach vorne. Und langsam laufen die Fuß nach vorne. Heben die Korbschulter weg von euren. Ausatmen. Vorbeugen, Bauchkontakt mit den Oberschenkeln. Einatmen mit gerade, wir wieder langsam zurück. Ausatmen, Samastiti Dandasana. Noch einmal, einheben, ausatmen, beugen. Einheben, ausatmen, ducken die Hand. Jetzt in dieses Mal lass uns fliegen. Chaturanga, einatmen, abwiesen da. Ausatmen, halb auf die Hund. So Leute, von hier, wir bleiben noch mal ein paar Atem in Down of Facing Dog. Drei, zwei, langsam laufen unser Fuß zusammen jetzt. Heben unser rechter Fuß hoch. Aber gleichzeitig bitte behalten deine Hüften mit Schulter in gleichen Linie. So, langsam heben die linken Seite Ferse, Augen schon nach vorne. Brust öffnen, Schulter öffnen, schieben die Brust nach vorne, heben die Kopf ein bisschen, bleib da hier. Heben die Oberschenkel noch mehr hoch, kommen die Fuß noch mehr hoch, ducken die Bauchnabel noch mehr fest in. Nase unter Hüften, bleibe in einer Linie.
mit deiner Schulter. Weiter atmen. Tiefer ein und tiefer aus. Und wieder langsam beuge die Knie, mach deinen Rücken rund. Schulter weg von euren, laufen die, bring die rechten Fuß ganz, ganz weg von deinem linken Fuß. So von hier, in dieser Form. Stark rechtes Bein, stark rechter Fuß, stabil auf die Boden. Linken Fuß spitz auf die Boden. Wenn du möchtest, du kannst sinken. Sinken deine Knie auf die Boden, hinten Knie, linken Seite Knie auf die Boden. Und vorne Bein, oder was ein bisschen weiter als 90 Grad. Ja. Und mach deine Oberschenkelkraft. Jetzt, was ich erkläre für euch, Hüften in gleich Linie mit deiner Schulter und deine Kraft ist mehr auf deine Oberschenkel, auf deiner linken Seite, gleichzeitig. Okay, einatmen, heben die Oberkörper, Schulter weg von den Ohren, gucken gerade, heben die Arme hoch. Bleib da hier. Verlange um die Wirbelsäule. Schulter in Spannung, Schulter weg von den Ohren. Und langsam öffnen die Hand, ganz Natur, ducken die Bauch nach fest. Nase in die Hand, ducken von hinten auf deine Wirbelsäule. Davor. Von vorne, ich sehe das nicht, dann Ellbogen. Bleib da hier. Mit dem nächsten Einatmen, Verlängerung die Wirbelsäule. Ausatmen, wieder langsam drücken die Bauchnabel fest. Bleib da hier mit Gedanken. Ne? Wo ist mein Hüfte? Mein Hüfte ist square. Wie square meine Hüften sind, das bedeutet, dann Unterhose, beide Linien, ne? Linke Linie und rechte Linie. Und gerade Richtung Boden zu gehen. Das bedeutet, du bist wirklich squared, ordnen deine Hüften. Okay, jetzt langsam. Wenn du ordnen deine Hüften sind, langsam heben deine linken Seite Knie hoch. Und öffnen deine Chest, deine Brust. Ducken deine Boden nach vorne. Auge schauen nach vorne. Außen senken die Knie Richtung Boden. Einheben. Außen senken. Erinnerst du dich, habe ich gerade gesagt, deine Kraft ist auf deinem Oberschenkel, auf deiner linken Seite. Senken, einheben, außen senken, einheben, außen senken. Ein, aus, machen wir 100 Mal. Ne? Aber ich bin super Gentlewoman. Deswegen machen wir heute nur 2x 8 Mal. 6. 5, 4, 3, 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh mein Gott, das ist sehr sauer auf meinen Leistermuskel. Das ist schön, schönes Gefühl. Öffnen die Brust, außer wieder langsam sinken die Hand auf die Boden. Wir dürfen uns in Downward Facing Dog. So, bleib in Downward Facing Dog, entspanne dich ein bisschen. Atem ein, atem aus, mach dich Gemütlichkeit. Laufen deine Knie links, rechts. Weiter. Tiefer ein, tiefer aus. Das ist Yoga. Yoga wird nicht lassen, dich die ganze Zeit kämpfen und müde zu sein. Du sollst auch ein bisschen entspannen zwischen Zeit. Das ist Energie. Yin und Yang muss man balance. 3, 2, mit dem nächsten Einatmen aus, dann laufen die Fuß zusammen in der Mittellinie. Wechsel auf die andere Seite. Heben die linken Bein hoch, pumpen die linken Fuß. Immer erinnerst du dich bitte meine Hüften mit der Schulter in gleichen Linien. Meine beiden Unterhose Linien. Und gerade Richtung Boden. Meine Brust ist öffnen. Und heben deinen Kopf. Bleib da hier. Verlängerung deiner Körper. Ganzen Körperlinien. Bauchnabel fest in. Bleib da hier. Tiefer ein.
und tiefer aus. 3 und 2. Ausatmen, langsam sinken die Fuß und beugen die Rücken und machen den Rücken rund, Schulter weg von den Ohren und schieben die linken Fuß ganz weg von deinem rechten Fuß. Noch ein bisschen weg als dein Handabstand. Bleib da hier, genauso wie gerade eben. Mit den nächsten Einatmen ausatmen, senken die hinteren Knie auf die Boden. Machen die vorne Knie etwas ein bisschen größer als 90 gerade. Machen wir hier ein bisschen Atempause, tiefer ein, tiefer aus. Mit dem nächsten Atem ein, heben den Kopf, heben den Arm. Und wir dürfen uns hier in High Lunge. Bleib da hier. Schulter entspannen, Verlagerung den Oberkörper. Sehr schön. Immer nicht vergessen, deine Hüften mit Schulter in gleichen Linien. Deine unterroten Linien beide Seiten gerade Richtung Boden. Offene die Hand, offene die Brust, offene die Schulter. Bleib daher. Ah, sehr schön. Und langsam lassen die Hand runter durch deine Rücken. Lassen unser Steißbein und Lendenwirbel so ein bisschen Abstand sind. Von vorne, du sollst sehen, gar nicht deine Ellbogen. Von hier. So machen wir jetzt. Andere Seite. Los. 16 Mal. Ne? Einheben die Knie, aus und sinken. Einheben, aus und sinken. Ein, aus. 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 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bleib da hier. Heben die Knie. Verlangerung die Wirbelsäule. Aus. Dann sinken die Hand auf die Boden. Jetzt wir dürfen uns in V. Bleibe im V. Laufe unser Knie links, rechts, links, rechts. Mach dich Gemütlichkeit. Tiefer ein und wieder tiefer aus. So, von hier wieder laufe unser Fuß zusammen. Einatmen, heben die rechte Fuß hoch. Pump die Fuß. Außen beugen die Knie, lassen diese Knie zwischen unsere Hand. Bleib da hier vor den Anfangen bleiben. Deine Fuß Richtung deine Mulabanda. Für die Leute sage ich auch nicht, ich kann das nicht so stabil sein. Was soll ich machen? Wow, ich sitze das gar nicht so gerade. Automatisch meine Hüften schiebe. Dann davor hast du einen Yoga-Block oder Kissen. An Sitzen die Yoga-Block unten deine Sitzenblocken. Unten deine zum Beispiel, jetzt bei mir ist rechts Popo. Die beugen Beine Popo. So, wo die Beine gebeugen, dieser Popo. Und wo unten sitzen eine Kissen. Davor deine Hüften automatisch gerade mit Schulter bleiben. Das ist mir wichtiger. Okay? Aber ich muss nicht brauchen. Nimm das weg. Manche Leute brauchen nicht, dann nehmen das weg. Der wichtige Punkt ist wirklich, wirklich die Hüfte mit Schulter in gleicher Linie. So versuchen wir nochmal. Wenn du kannst, öffnen die Beine oder was? 90 Grad. Noch mehr groß als 90 Grad. So bleiben. Machen deine Hüfte mit Schulter in gleicher Linie. Und dreh die Oberschenkel um die rechte Seite. Und linke Seite Hand anfassen, die rechte Fuß flach. Weiter. Und bleib da hier, entspanne dich. In Gleitzeit, aber du machst dein Hinterbein auch Activity. Und dreh dein Hinteroberschenkel Richtung draußen. Na? Damit die Hüfte noch mehr
Square nach vorne. Bleib da hier, entspanne dich. 6-mal atmen. 3, 2, einatmen, heben den Arm hoch. Aus, dann sinken die Hand auf den Boden. Nasen deine Chin-Bein nach vorne oder was ein bisschen hoch als deine Brust. Und Augen schon nach vorne. Bleib da hier. Jetzt in dieser Situation fühlst du auf die rechte Kuppe hier in dieser Partei sehr gut dehnen. Dann bleib da hier und genieße. Fünf bis 15 Atmen. 3, 2, einatmen, heben den Kopf und drücken die Hand und wieder langsam zurück. Lassen die Hand auf diese Schützen vor unser Wirbelsäule. Lassen die Ellbogen weg von dir. Lassen die Ellbogen zusammen. Drücken die Ellbogen in der Mittellinie auf deinen Rücken. Augen schauen nach vorne. Drücken die Brust nach vorne, nach vorne. Bleib da hier. Jetzt langsam drücken die Fuß von der linken Seite Fußspitze auf den Boden. Jetzt wir versuchen mal, benutzen die linke Seite vorne Beine Muskulatur und sehr stark Muskulatur, wie eine Kuhmuskel hier, du hast. Ganz stark. Und gleichzeitig zusammen mit Schienbein und drücken dich dann Hüften hoch. Wir machen das auch 8-mal. 5 bis 8-mal, okay? Ein, aus, ein, aus. Einheben, ausansinken. Einheben, ausansinken. Hier Kraft, 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 Kraft. Aus. Ein, aus. Ein, aus. Ein, aus. Ein, aus. 3, 2. Einheben, heben, heben. Manche Leute können auch von hier direkt aufstehen. Aber heute, ich bin sehr sanft für euch. Wenn ich mache keinen Aufstand von hier. Ausansinken. Dann sinken die Hand auf die Boden. Wir droppen uns in Down Facing Dog. Oh, meine Beine sind erleuchtet. So, ich laufe meine Knie links, rechts, links, rechts. Ich spanne deine Schulter, drehe die Oberarm Richtung die Brust. So, wechsle auf die andere Seite. Laufen die Fuß in der Mittellinie zuerst. Heben die linken Seite Fuß hoch. Um die Fuß, square deine Hüften, aus, dann beugen die Knie, lassen die linken Seite Knie so in die Hand. So genauso wie gerade eben. Bei den Anfangen bleibst du hier, vielleicht das ist genug. Oder am liebsten nimm einen Block oder Kissen unten deinen Popo. Und versuch mal, lass deine Hüften noch mehr gerade mit deinen Schultern an den Linien. Okay? Wenn du brauchst nicht, dann brauchst nicht. Muss nicht brauchen. So, langsam öffne die Beine. Du musst mal hören zu deinem Körper, nicht Shaolin's Körper. Wenn du deinem Körper sagst, oh, das ist zu viel von mir, dann machst du deinem Körper, deine Beine ein bisschen Kleinigkeit der Ecke. Deine Fußrichtung, deine Mulabanda, geht das auch. Und, also am besten so, je nach der anderen Seite, immer halten deine Beine, Chin-Bein bis Oberschenkel 90 Grad oder mehr, etwas ein bisschen mehr als 90 Grad. Und du kannst die Ferse an, lassen dann Hüften square. So, bleib da hier. Halte die Hüften mit Schultern gleich liegen, das ist sehr wichtig. Bleib da hier. Dreh die Oberschenkel. Dreh die vorne beim Oberschenkel nach draußen. Dann hast du mehr Platz, so umdrehst du dich Hüften gerade. Auch schon nach vorne. Tiefer ein, tiefer aus. Einatmen, heben den Arm hoch. Aus, dann sinken die Hand auf die Boden. Lassen die Schienbein vor deinem Boden. Bleib da hier. Verlangerung deinen Körper. Ich spanne deine Schultern. Hast du so, ne? Bleib da hier wieder. 8 bis 10 Atem. Tiefer ein und tiefer aus.
Nein. Zwei. Einatme auch schon nach vorne. Laufe die Hand Richtung den Fuß. Bleib da hier zuerst. Und jetzt versuch mal, dass du wechselt Fußspitz auf den Boden zuerst. Und dann aktiv die vorne beiden Muskulatur auf der rechten Bein. Denk mal, hier ist ein Kuhbein auf der rechten Seite. Ne? Hüften mit Schultern gleich nehmen. So. Und auch gleichzeitig drücken die Chinbein von der linken Seite auch gleichzeitig. Dann heben unsere Hüften hoch. Okay, nochmal auf die andere Seite. Eine Hand ohne Stütz auf deine Wirbelsäule. Ein, aus. Ein, aus. Ein, aus. Ein, aus. Einheben, aus und sinken. Einheben, heben die Hüften, aus und sinken. Einheben, heben die Hüften, aus und sinken. Einheben, aus und sinken. Ein, aus. 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 Einheben, heben, heben. Oh, was hat denn sinken? Du kannst die Hand auf die Boden. Wir dürfen uns in V. So, bleibt da hier, laufen unsere Knie links, rechts, links, rechts. Lass dich ein bisschen entspannen. Schulter entspannen. Dreh die Oberarm Richtung die Brust. Auch nicht auf die Bauchnabe. Einatmen, ausatmen, wieder langsam sitzen die Knie auf den Boden. So lassen den Block hier unten deine Schulter auf die rechte Seite. Schieben die rechte Fuß da über den Block. Linken Seite Fuß nach hinten. Bleibst du hier. Lassen die linken Seite Fuß rücken auf den Boden. Immer hart in die Hüften square. Bleib da hier. Beide Hand zusammen innen auf dieser Block. Offene Knie, aber Fußlinien, ganze Fußlinien, besonders Innenfußlinien auf der rechten Seite. Kontakt mit dem Yoga-Block. Offene Knie. Und ducken die Oberschenkel. Auch schon nach hinten. Bleib da hier. Tiefer ein, tiefer aus. Auch schon nach hinten. Oder auch schon nach vorne, egal, wo schaust du dich, aber Fokus. Weiter atmen, 3 und 2. Einatmen wieder langsam zurück in den Mittel. Und langsam beugen die Knie auf der linken Seite, komm die Fuß und komm wieder Oberkörper zurück in den Mittel. Einatmen, öffnen die linke Seite Hand, aus, dann ducken die Hand, ducken die linke Seite Fuß Richtung Boden. Und gleichzeitig du führst du diese innen auf dieser linken Seite Beinen vorne Muskulatur und Stretch. Und beide Hüften und Schulter immer nach vorne und in gleicher Linie. Dann sinken die Schulter noch mehr auf den Boden. Und Verlängerung der Wirbelsäule noch mehr. Manche Leute, wer sehr akrobatisch ist, kann du den Fuß auf den Boden. Aber heute machen wir nicht. Bleibt da hier das genug. Weiter atmen. Haben die Hüften mit Schulter in gleicher Linie. Weiter. 3 und 2. Einatmen wieder langsam zurück. Oh, sehr schöne Dinge haben wir gemacht. So, lassen die Fuß wieder langsam zurück. Zu 4 Fuß aufstehen. Und dann wechsel auf die andere Seite. Lassen die Block auf der linken Seite. Mit der linken Seite Knie in gleicher Linie am besten. Und versuch mal, schieben die linke Seite Fuß nach auf die Block. Die rechte Fuß hocken auf die Boden. Offenen, etwas die linke Seite Fuß ein bisschen. Und ducken die linke Seite Fuß die Innenlinien. Kontakt mit dem Boden zuerst. Einatmen, Augen schon nach vorne. Außen ducken. Linken Seite Hand ducken, linken Seite Oberschenkel. Nach linken Seite. Augen schon nach hinten.
oder nach vorne, egal wo ich ausdrücke dich, aber Fokus. Weiter atmen, tief ein. In dieser Position fühlst du dich. Oh, Xiaolei, ich bin sehr bedanke mich. Meine Hüfte ist sehr gut, in Ordnung geöffnet. Und dann in Zukunft habe ich gar keine Angst mehr wegen Spagat. Tief ein und tief aus. Besonders diese Stellung für die Leute, wir haben Pioda-Tage, besonders für Frauen. Ne? Auch für die Männer, wer hat schlechte Gelaunen, dann macht das auch. Das ist auch sehr gut, zu transformieren. Macht dich klug. Auge schon nach hinten, weiter. 3, 2, einatmen wieder langsam zurück. Manche Leute sagen, schau, ich bin super müde. Aber wenn du müde geht, dann machen wir wieder langsam hochheben deinen Oberkörper. Bleib da hier und öffne die Hände. Je müder, umso kämpfen. Ja? Lass die linken Hand auf die Oberschenkel. Aber vor dem Anfang, vielleicht bleibt da hier das genug für dich. Ja? Nicht mehr weitergehen. So. Für die Leute, wer Yoga erfahren hast, erstmal lass deine Hüfte mit Schultern gleich Linie. Drücke die Brust nach vorne, nach hoch. Und beuge die Knie auf die andere Bein. Pump die Fuß. Und drücke die Fuß Richtung Boden. Das kann sein ein bisschen Hutsch. Aber ist gut, macht das nichts. Immer probier. Du fühlst dich deine vorne Beinmuskel vor Landung. Aber wichtiger ist, Hüfte mit Schultern gleich Linien. Richtung nach vorne. Na? Bleib da hier. 8 Atem. Genießen diese Dinge. Und deine vorne Partei auf deinen Beinen. Drücken. Deine Sitzenknochen Richtung Boden. Deine Wirbelsäule von lang unten nach hoch. Und bleib da hier genießen. Weiter. Tiefer ein. Und tiefer aus. 3 und 2. Ah, super. Einatmen, öffnen die Beine, drücken die Hand auf den Boden. Wir dürfen uns in V. Sehr schön. Weiter ein und weiter aus. So langsam mit dem nächsten Atem erheben die rechte Bein hoch. Ausatmen. Wir machen das langsam. Erstmal vom halbes Hanumandasana, halbes Spagat zuerst. Okay? Sinken dann hinten Knie auf die Borde und gerade vorne Bein. Bleibst du hier, vor die Anfangen. Für die Leute, wir haben gar keine Yoga-Erfahrung. Dann machst du hier. Das reicht für dich. Okay? Bleib da hier. Hören zu deinem Körper. Wenn die Leute Erfahrung hast, dann langsam. Öffne die Beine noch ein bisschen mehr. Wenn du denkst, dass, oh, Xiaolei ist hier sehr sauer, dann nimmst du ein Kissen unter deiner Popo. Bleibst du hier. Und das ist sehr angenehm. Bei Spagat auch muss man Hüften und Schulter in gleich Linie. Okay? So für manche Leute natürlich brauchst du gar keinen Punkt mehr. Dann sitzen. Dann bleib da hier. Genießen. Der wichtige Punkt ist, oh, guck mal, der wichtige Punkt ist nicht, oh, guck mal, Xiaolei, ich habe es Spagat geschafft. Dann frage ich, wie lange kannst du aushalten? Dann frage ich nochmal, ob deine Hüften wirklich, wirklich gerade nach vorne. Na? Manche Leute denken, oh, Xiaolei, hier, ich kann das nicht mehr weiter aufhören, hier etwas, meine Muskel, drücke meine Popo. Dann was kannst du machen? Dann dreh diese Oberschenkelmuskel draußen. Dann hast du mehr Platz für deine linken Seite Popo. Und dann vorne Muskel auch auf die andere rum. Draußen. Bleibst du hier. Halte die Hüften mit Schultern gleich. Das ist wichtiger. Bleibst du hier. Brust öffnen. Auge auf den Himmel. Tiefer ein. Tiefer aus. 3 und 2. Einatmen, hebe die Arme hoch. Aus und Bauch oder Oberschenkel. Bleib da hier 8. 8 mal atmen.
5, 4, 3, 2, einatmen, heben den Kopf, Schulter weg vom Augen zuerst, laufen die Hand in der Mitte. Von hier drücken die Brust nach vorne, nach hoch. Schulter sind schlapp zusammen. Wenn du noch mehr kannst, verlängern die Wirbelsäule, beugen die hinteren Knie und dreh die Fuß Richtung Brust. Und bleib so hier zuerst. Tiefer ein und tiefer aus. Und wenn du noch kannst, öffne den Fuß und lass die Hand, lass die Schulter rollen. Und Hanumandasana wegbinden. Drücken die Brust Richtung Himmel und öffnen die Schulter. Lass den Fuß zu deiner Kopf. Weiter atmen. 3, 2, einatmen, ausatmen, sinken. Dann drücken die Hand auf die Boden. Beugen die Knie vom vorderen Bein. Und wieder öffnen. Und von hier, bei der Hand auf Schultern deiner Wirbelsäule. Und oder Hand unterstützt. Und dreh das Fuß auf die männliche Spagat. Und wieder langsam laufen die Fuß auf die andere Weg auf Spagat. Und wieder langsam rollen die Hüften und auf die nach vorne. Und drücken die Hand auf die Boden. Wir drücken uns in V. Aber wir haben etwas 5 Minuten spät angefangen, deswegen mache ich noch mal 5 Minuten für euch hier in dieser Kurs. Für die Öffnen deiner Hüften. Andere Bein. Einatmen, heben die linken Bein hoch. Ausatmen, senken die Fuß nach vorne. Versuch mal, lassen die rechte Knie auf die Boden und gerade die vorne Bein. Für die Anfangen bleibst du hier bitte genießen. Du kannst hier etwas bleiben, über 50 Atmen, das ist auch kein Problem. Aber deine Hüfte mit Schulter in gerader Linie, okay? Wenn du willst, gerne weitergehen, dann langsam ein bisschen nach vorne, ein bisschen nach vorne. Und oder mit Käsen oder Block und mit deinem Popo. Und ich unterstütze dich. Okay? Oder brauchst du nicht? Der wichtige Punkt ist die Hüfte square. Die beiden Unterhose-Linien müssen gerade Richtung Boden. Einatmen, heben die Arme hoch. Außen sinken die Hand, Bauchkontakt, Oberschenkel. Bleib da hier 8 Atem. Einatmen, heben den Kopf, Augen schon nach vorne. Und langsam laufen die Hand Richtung die Hüfte. Denn danach öffnen die Brust, auch ich schaue immer. Und dann beugen die Knie von den rechten Fuß. Von dem Fuß bleibst du hier und dreh deinen Fuß Richtung deiner Wirbelsäule. Bleib da hier. Das ist noch eine Mudra, hier bleiben. Sehr schön. Tiefer ein und tiefer aus. Drei, zwei, und dann öffnen den Fuß flach, lassen die Hand anpassen, die Fuß und dreh dich auf die Backbending, Spagat-Backbending. Entspanne dich deinen Oberkörper. Tiefer ein. Je mehr tiefer ein, drücken die Brust Richtung Himmel. Je mehr tiefer aus, drücken die Sitzknochen Richtung Boden. 3, 2. Einatmen, öffnen, ausatmen, senken. Wiederholen. Heben die Kopf, lassen die Hand unterstützt deiner Wirbelsäule. Und dann benutzen deine Hüften gelenklich. Tatsächlich, unser Großkugelgelenken ist unser Hüften. Die kann wirklich 360 Grad rollen.
dann rollen wir ein bisschen. Nur für die Leute, wir haben Erfahrung auf dieser Spagat. Wir haben schön oft mit mir in meinem Kurs gemacht. Dann macht das zusammen mit mir. Nicht die anfangen, bitte. Einatmen, rücken gerade, öffne die Schulter, öffne die Brust. Anfangen bleibst du, wo du bist. Was habe ich gerade für euch gesagt? Halbes Hanumandasana, okay? Einatmen, Verlangen, Wirbelsäule aus, in Rom. Zu männlich, Spagat. Und wieder langsam, zurück. 360 Grad Rom. Und wieder langsam zurück in der Mitte. Und wieder langsam zurück nach vorne. Und bleib da hier. Einatmen, heben den Arm hoch. Außen drücken die Hand auf die Boden, beugen die Knie. Ich komme wieder zurück zu Tudangfisinda. Langsam laufen die Knie links, rechts, links, rechts. Und rollen in die Wirbelsäule. Ein, aus. Ein. Und wieder aus. Ein. Und wieder aus. Und bleib da hier. Links, rechts, laufen die Knie. Und komm wieder langsam, sitz dich auf deine Knie und komm zu Child Pose. So, das ist die erste Stunde. Öffnen deine Hüften. Öffnen deine Schulter. So, ich mache 5 Minuten Pause, dann komme ich nochmal wieder für euch. Die zweite Stunde ist öffnen die Schulter und Brust.
So, Schaule ist wieder zurück für euch. So, lasst uns nochmal sitzen, Rücken gerade, Schulter und Nase. Schieben die Knie zusammen, beide Hand umarmen die Schienbein. Lassen die Brust Kontakt mit Oberschenkeln. Bleibt da hier, macht deinen Rücken rund und drücken die Schulter weg von den Ohren. Drücken die Bauchnabel fest in. Tiefer ein, tiefer aus. Einatmen langsam über den Kopf. So, wir droppen uns wieder in Vierfußaufstand. Und vom Vierfußaufstand zu Downfacing Dog. Und dieses Mal Downfacing Dog. Versuche mal Verlängerung der Wirbelsäule und Kraft der Bauchmuskulatur. Entspannen die Schulter. Einatmen, offen die Brust, Verlängerung der Halswirbelsäule. Augen schon nach vorne. Bleibst du hier zuerst. Tiefer ein und tiefer aus. 3 und 2. Halswirbelsäule entspannen. Einatmen, ausatmen langsam. Laufen die Fuß Richtung die Hände. Beugen die Knie, Bauch, Oberschenkel. Einatmen, mit gerade Wirbelsäule langsam zurück. Ausatmen, Samasthiti Dandasana. Einatmen nochmal, heben die Arme. Ausatmen, öffnen die Hand, öffnen die Brust. Drücken die Brust Richtung nach vorne, nach hoch. Zähne die Stab zusammen, drücken die Bauchkappe fest in. Bleibst du hier, einfach bleibst du hier. Kraft, die Schulter mit Muskel zusammen. Verlangerung in die Bauchmuskulatur. Ausatmen, beugen die Knie, Bauch, Oberschenkel. Drücken die Hand auf den Boden. Einatmen, Augen schauen nach vorne. Gleichzeitig schieben die rechte Fuß nach hinten. Sitzen die rechte Knie auf den Boden. Heben die Oberkörper nach vorne. Und hochheben. Und sinken die Hand. Ein, aus, ein, aus, ein, aus. Ein, öffnen. Ausatmen, beugen. Einatmen, öffnen, mach dich wie ein Angel. Ausatmen, beugen. Einöffnen, ausatmen, beugen. Lassen deine Wirbelsäule tanzen. Und lassen die Blutmassage für deine Wirbelsäule. Einatmen, öffnen, öffnen, öffnen. Danach lassen die Hand wieder vorne und unter deine Beine. Dein Rücken. Drücken die Brust nach vorne. Kraft, die Oberschenkelmuskulatur, Hüften square, weiter atmen, 3 und 2, einatmen, heben den Arm hoch und wegbinden, noch ein bisschen weiter wegbinden, 3 und 2, ausatmen, setzen die Hand auf die Boden, wir dürfen uns in Downward Dog Skorpion, einatmen, Augen schon nach vorne, öffnen die Brust, laufen deine Brust etwas ein bisschen nach vorne auf, mach deine Schulter breit, aber dreh die Oberarme Richtung Brust. Augen schon nach vorne, heben den Kopf. Und beugen die Knie, Augen schon auf die Fuß. Und langsam sinken die Fuß auf die Boden. Bleibst du hier, gerade die rechte Hand auf die Boden. Einatmen, heben den Arm, heben die Brust. Gerade die andere Bein, auf die rechte Bein ist gerade. Und heben die rechte, linke Hand hoch und da über den Kopf. Bleib da hier, Brustducken Richtung Universum. Bleibst du hier, heben die Hüften hoch. 3, 2, aus, dann wieder langsam zurück zu deinem Facing Dog. Auf die andere Seite. Langsam heben die rechte Bein hoch, pong die Fuß auf die rechte Seite. Dann jetzt versuche mal, denke mal hier, der Laster auf deinen Wippen, hier, dieser Knochen. Denke mal hier,
schneiden, hier aber hier schneiden und dann benutzen diese Oberschenkelmuskelkraft und heben die Beine hoch, öffnen die Brust, öffnen den Kopf, heben den Kopf, Augen schauen nach vorne und beugen die Knie, Augen schauen auf die Fuß. Und dann, wenn du Augen schaust auf den Fuß, du fühlst du dich sicher. Und senke die Fuß auf den Boden, auf die andere Seite. Hebe die Hüften, hebe die Brust, hebe die Arme, da über den Kopf. Sehr schön. Und diese Stellung hilft dich, macht deinen Rücken schön, schöne Linien. Und Bauch auch. Weiter atmen. Drücke die Brustrichtung, Universum. Drei. Und zwei. Aus und wieder langsam zurück zu Down Facing Dog. Und langsam rollen die Wirbelsäule. Einatmen. Ausatmen. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Drei. Zwei. Außerdem sitzen deine Knie auf den Boden, laufen deine Hand nach vorne, Hand Fingerspitze auf den Boden. Jetzt Achtsamkeit. Rollen deine Schulter einmal nach hinten. Rollen und du kannst die Schulter Richtung deine Hüften. Und dann Verlängerung deiner Brust und deine Halswirbelsäule. Und versuch mal, du kannst deine Brust Richtung Boden. Natürlich, wenn deine Brust hochheben kann, dann heben. Wenn du das senken auf den Boden kannst, dann senken. Bleibst du hier vor dem Anfang, kannst du drücken deine Hand flach auf den Boden. Ich spanne dich. Und bleib da hier tiefer ein und tiefer aus. So in dieser Position, du fühlst du dich deine Brust wirklich gut geöffnet. Ne? Oder du kannst auch in gleichzeitig Schulter und Brust öffnen. Damit kannst du das lassen, deine rechte Hand da über deine linke Hand vor. So, die rechte Hand da über die linke Hand. Lassen deine Brust und Schulter in gleichzeitig öffnen. Versuche mal, schön Backbending zu vorbereiten. Drei und zwei und wechsel. Dann die linke Hand flach da über die rechte Hand drücken. Bleib da hier, ich spanne dich dann atmen. Dreimal tiefer ein, tiefer aus. Durch die Nase Ujjayi atmen. Egal was machen wir, immer bei Yoga, atmen bitte nicht vergessen. Drei, zwei, ein Auge schon nach vorne. Drücke die Hand auf den Boden und wieder langsam, schieb nicht zu hoch. Zu Knieaufstand. In diesem Knieaufstand, können auch Übung, eine Stellung, heißt Ustrasana. In Englisch heißt Kamelstellung, ne, in Deutsch auch Kamelstellung, aber wir machen das vom Anfang auf Baby-Kamelstellung. Und diese Kamelstellung, Ustrasana, so helfen uns zur Brust. Wir brauchen uns Brust öffnen und Schulter rollen, ganz entspannen, gar kein Stress, mach dich keine Kraft, einfach entspannen, offen. Zum Beispiel, ich sitze auf meinem Pferd zuerst und ich komme hier. Na? Ich vergesse meinen Oberkörper, ich nur Achtsamkeit mein O. Ich vergesse meine Beine und Hüften, ich jetzt nur Fokus auf meinen Oberkörperabteil. Ne? Rollen die Schulter, öffnen, drücken die Brust nach vorne, bleibst du hier. Und ganz, ganz entspannt, bleibst du hier einfach so. Einfach bleib da hier. In dieses Gefühl, dann fühlst du schön ein gutes Backbending-Form. Ne? Egal vom Wild Pose zu Backbending oder vom hier zu Ustrasana. So, es ist sehr, sehr schön. Sind wieder zusammen, drücken die Brust, öffnen die Wippen hier. So, und dann gleichzeitig hier, jetzt, beide halten den Oberkörperabteil hier so und danach schiebe die Oberschenkelkraft nach vorne. Und dann automatisch lassen unsere Hüften auch nach vorne und ducken die Hüften hoch. Ja, gleichzeitig lassen unsere Rücken öffnen, lassen unsere Brust öffnen, öffnen. Und einfach entspannen hier. Und dann senken die Hand
One, eine Hand hier, andere Hand hier und bleib da hier in einer guten Ustrasana. Offene Schulter, duckende Brustrichtung nach Himmel. Drei und zwei. Einatmen, hebe den Kopf, Kinderschussbein zuerst. Und komm mit deiner vorne Beinekraft, komm wieder langsam zurück. Und schließ dich mal wieder zurück zu Großkatze. Und weiteratmen. Lass deine Schulter entspannen und Brustverlängerung. Trag die Bauchmuskulatur, stabil die Rückenmuskulatur. Und langsam wieder zurück in die Mitte. So, von dieser Ustrasana, wir lernen, wie stark, wie wichtig unser vorne Oberschenkelmuskulatur ist. Weil das unterstützt unser Körper sehr, sehr stabil und sehr leicht zu öffnen, unsere Brust, unsere Schulter. Und well, warum muss man ducken die Hüften? Normal, wenn wir laufen, normal die Hüften zum Beispiel. Unser Yoga-Block, ne? Normal, das ist unsere Hüften, ne? Normal, wir laufen die Hüften in dieser Form, ne? In dieser Form. Nein. Andere Form, in dieser Form, ne? So, in die Form. Laufen, fast, ne? Jetzt, wenn wir machen Backbending, Buckenbeugen, dann machen wir die andere Form, ne? So, die Hüften vom unten nach hoch. Ich weiß, das ist ein bisschen ungewöhnlich, aber nach der anderen Tagesübung, dein Körper bekommt wirklich, wirklich wie eine Gummi. So, nochmal ein paar Katzenübungen. Ein. Und wieder aus. Ein. Und wieder aus. Ein. Und wieder aus. Ein. Aus. Und wir drücken uns wieder in Down Facing Dog. Vom Down Facing Dog wieder langsam. Wir probieren Wild Pose. Wieder zurück vom Wild Pose zu Down Dog, Wild Pose zu Down Dog. Vor dem Anfangen. Wir haben gar keine genug Yoga-Erfahrung. Du machst das jetzt, wie ich gemacht. Ne? Wenn du mehr Yoga-Erfahrung haben, wir ein bisschen tiefer gehen, dann machen wir auch die vom die Wild Pose bis Backbending. Okay. Einatmen, heben die rechte Bein hoch. Hüften immer bleiben in einer Linie mit den Schulter. Und du kannst deine Brust nach vorne heben, deine Kopf. Heben die Oberschenkel noch mehr hoch. Hoch. Beugen die Knie, Augen auf die Fuß. Und senken die Fuß auf die Boden. Und komm wieder zurück zu Wild Pose. Das heißt Wild Pose. Bleib da hier. 5 Atem. 5, 4, 3, 2, ausatmen. Wieder langsam sinken die Hand auf den Boden und komm wieder zurück zu Down Dog. Auf der anderen Seite. Einatmen, heben die linke Seite Fuß hoch, kommt die Fuß, square die Hüften. Augen schon nach vorne. Das ist für die Leute, wir haben keine Yoga-Erfahrung gehabt. Mach das einfach, das ist einfach Wild Pose bis Down Facing Dog. Ne? Offene die Brust, heben die Beine hoch, beugen die Knie, Augen schon auf die Fußspitze. Und langsam sinken die Fuß auf den Boden. Und immer gerade die Arme. Und heben die Hand hoch. Heben die Hüften, heben die Brust. Und bleibst du hier. Je heben die Hüften, umso besser. Je öffnen die Brust, umso besser. Und entspanne dich hier. Tatsächlich, du kannst hier schlafen. Tiefer ein und tiefer aus. Drei und zwei. Aus, dann wieder langsam zurück zu Down Dog. So, das ist die Stellung, wo wir haben keine genug Yoga-Erfahrung. Dann machst du etwas einfachst, nur vom Down Facing Dog to Wild Pose, okay? Wenn du haben wirklich genug Yoga-Erfahrung, sag mal, Schaule, ich habe wirklich meine Schulter, meine Brust sehr gut geöffnet. Ich habe auch meine Beine so stark geübt. Ich würde gerne noch mal andere Abenteuer probiert. Okay, jetzt zeige ich mal Leute. Nochmal, aber langsam, okay?
Du kannst immer ein bisschen die Zeit Pause machen, wenn du deinen Körper nicht aushalten oder wenn du Angst hast. Immer kannst du bleiben in Wild Pose und wieder zurück zu deinem Busy Dog. Okay? Ich laufe ein bisschen nebenbei wie Spiegel. So, ich drehe meine linke Hand auf die linke Seite, lasse die Schulter da über die Handgelenke. Ich hebe meine rechte Bein hoch, komme die Fuß, Auge schaue auf die Fußspitze und senke den Fuß auf die Boden und heben die Brust, heben die Hand und bleib da hier im Wild Pose. Ja, wenn du hier kannst du ausraten, dann bleibst du hier und weitergeht. Brust öffnen, Auge schaue auf die Boden. Und zu Backbending. Ne? Wild Pose bis Backbending. Und wieder langsam. Komm wieder langsam. Zurück zu Downfacing Dog. Und auf die andere Seite. Ich öffne meine rechte Hand zu Downfacing Dog. Und hebe die linke Seite Fuß hoch. Auch nicht auf die Fuß. Und sinken. Heben. Und sinken und heben und komm wieder zurück zu deinem Facing Dog. Und bleibe in deinem Facing Dog ein paar Atem. 3 und 2. Einatmen, heben die Ferse und dann rollen in die Wirbelsäule. 1, aus. 1, aus. Ein, aus, ein, aus, dann sinken die Knie auf die Boden. Lass uns bleiben in Child Pose. Lass unseren Bauchkontakt mit dem Boden auf die Matratze. Öffne die Hand. Mit dem nächsten Atem ein, heben die Beine, heben die Oberkörper und fliegen dich. Aus und sinken. Einatmen, fliegen. Aus und sinken. Einatmen, fliegen. Aus und sinken, einfliegen, aus und sinken, einatmen, fliegen, 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 aus und sinken, ein, bleibst du hier, bei Hand fesselt Ducken zusammen, Zehenspitzen zusammen, Arm gerade, Ducken die Brust nach vorne, weiter Augen schon nach vorne, atmen, 3 und 2, aus und wieder langsam sinken. Von hier öffne unser Arm etwa 50 Grad vom Boden. Lass die linke Seite Fingerspitze da über deine linke Seite Schulter. Bleibst du hier und heben die linke Seite Bein hoch, komm die Fuß, beugen die Knie und langsam ducken dich auf die rechte Seite. Jetzt. In dieser Stellung fühlst du sehr, sehr yummy. Diese Stellung hilft dich, deine Schulter sehr angenehm dehnen. Wenn du Schulterprobleme hast, kannst du immer so machen. Und besonders wenn du nach Backbending gemacht, diese Stellung kann immer unterstützt dich gut. Einatmen, wieder langsam zurück. In die Mitte, öffne die Arme. 50 Grad. Nach die rechte Fingerspitze da über die rechte Schulter. Und heben die rechte Bein hoch, komm die Fuß, beugen die Knie, heben die Beine und drücken dich auf die andere Seite. Du kannst auch gerne die Hand da über den Kopf gehen. Und bleibst du hier.
Du fühlst du dich mit deiner Schulter sehr gut therapeutisch. Oh, das ist so angenehm von meiner Schulter. Drei, zwei und einatmen wieder langsam zurück in den Lippen. Ausatmen. Einatmen, langsam heben die Oberkörper, drücken die Hand lieben bei deiner Brust. Und wieder langsam drücken dich wieder zurück zu Abwesen Dog. Ausatmen, zu Downfacing Dog. Bleib da hier fünfmal tiefer ein und wieder tiefer aus. Den nächsten Atem einheben die Ferse und langsam sinken die Knie auf die Boden. Und bleiben wir in vier Füße aufstehen. Einatmen, heben die linke Seite Arm nach vorne, rechte Fuß nach hinten, ziehen die Bauchnabel fest in. Drücken die Bauchnabel fest, ausatmen, Ellbogen zu Knie. Einatmen, öffnen. Ausatmen, Ellbogen zu Knie. Einöffnen. Ausatmen, Ellbogen zu Knie. Einöffnen. Ausatmen, Ellbogen zu Knie. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Einatmen, öffnen. Ausatmen, Ellbogen zu Knie. Einöffnen. Ausatmen, Ellbogen zu Knie. Einöffnen, öffnen. Und lass die Hand vom hinten und heben deine Hinterbein hoch, beugen die Knie, Hand anfassen und nehmen die Fuß hoch, auch schon nach vorne. Fuß durch deine Rückenmuskulatur aktiviert. Weiter atmen durch die Nase. Drei und zwei. Einatmen, heben, heben, heben. Ausatmen wieder langsam. Sinken die Hand auf die Boden. Lassen die rechte Hand Fußrücken auf die Boden. Einatmen, heben, ausatmen, sinken. Ein, aus. Ein, aus. Ein, aus. Ein, aus. Ein, aus. Ein, heben, heben, heben. Bleib da hier, beugen die Knie, flach deinen Fuß. Bleib da hier. Einatmen, heben, ausatmen, sinken. Ein, heben, ausatmen, sinken. Ein, aus. Ein, aus, ein, aus, ein, aus, ein, aus, ein, aus, ein, heben, heben, bleib da hier. One, two, three, four, five, six, bleib da hier. Lass unser Popo bunt. Drei, zwei, einatmen, aus, dann sinken die Knie hinten. Diese linken Seite Knie und dann machen wir unsere Popo ein bisschen dünner. Einatmen wieder zurück zu vier Fuß aufstehen. Heben unsere rechte Hand nach vorne, linke Seite Fuß nach hinten. Ein, aus. Ein, öffnen. Aus, dann Ellbogen zu Knie. Ein, öffnen. Aus, dann Ellbogen zu Knie. Ein, aus. Ein, aus. Ein. Aus. Grab die Bauchmuskulatur. Ein. Aus. Ein. Deine Kraft ist immer nur auf deinem Bauch. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Open, open, open. Und bleib da hier. Hebe die Hinterbeine hoch ein bisschen. Beugen die Kniepunkte, die Fuß. Hand vom hinten anfassen, die Fuß. Einatmen, öffne die Schulter, öffne die Brust, heben die Knie. Weiter atmen. Drei und zwei. Bleib da hier. Acht atmen. Einatmen, öffne die Hand,
Du kannst die Hand auf den Boden, du kannst die Fuß hoch auf den Boden. Ein. Aus. 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 Beine in. Ein. Aus. Drei. Zwei. Ein, heben, heben, heben. Beugen die Knie, flach am Fuß. Jetzt heben, aus und sinken. Ein, heben, aus und sinken. Ein, aus. 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 Ein, heben, heben, heben. Lass unser Palm nochmal, das sechste Mal. 6, 5, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut. Aus, dann sitzen die Knie hinten, die rechte Knie. Und sitz dich an denen dann Popo ein bisschen. Und wieder langsam zurück in die Mitte und sitzt du dich auf deinen Popo. So Leute, die letzte Stellung ist eine sehr, sehr, vielleicht für euch ein bisschen challenging, so ein bisschen kompliziert für euch. Es ist Lotus Peacock, Lotus V. Bevor diese Stellung machen, würde ich gerne eine Geschichte erklären. Eine V kann eine giftig Schlange, ne, essen. Und dann, wenn die Leute denken, ah, die kann leicht wegen dieser Giftigsaft sterben, kann, ne? Dieser Peacock, meine ich. Der Englisch heißt Peacock, Deutsch heißt Pfau. Ne? Und zu Ende, was ist passiert? Das ist eine sehr große Überraschung. Welche? Wow, die Pfau transformiert dieser Giftigsaft von dieser giftigen Schlange, ne, in Schönheit, in schöne bunte Feder. Die Feder wie meine Rose, so. Schön. Und dass diese Geschichte transformiert, das hilft uns zu verstehen, ne, als Menschenkörper, wir, ne, kann sein, in einer sehr besonderen Situation, bekommen eine große Emotionen, negative Gedanken, Wut oder Anhaftung oder Eifersucht oder dumme Gedanken. Ne? Wenn du denkst an diese Frau, ne, die kann so giftig Saft von der Schlange und transformiert das in Schönheit, in schöne Buntfarbe wieder. Ne? Das bedeutet, wir können auch in dieser Corona-Zeit und transformiere alle negative Gedanken, negative Ego, negative Emotionen into Peace. Lernen von dieser V. Lernen von dieser V. V, dieser Peacock. In einer sehr, sehr besonderen Situation. Alle Leute denken, sie wäre gestorben, ne? Aber sie ist stark. Sie transformiert alle giftig into Schönheit. Wir können auch, ne, transformier eine negative Gedanke in die Zeit, ne, into Peace. Wir brauchen mehr Zeit, denke mal, ne, wenn wir jetzt in den Peacock, ne, zu Hause. Wir denken mal hier. Ah, tatsächlich in dieser Lockdown-Zeit ist schön. Well, ich habe mehr Zeit für meine Familie. Ich habe mehr Zeit zum Meditate. Ich habe mehr zum Kochen lernen. Ne? Ich habe mehr Zeit zu Talentübung, aber mehr Zeit, sehr viele schöne Sachen kannst du wirklich, wirklich genießen. Ne? Und das ist das, diese Geschichte, was genau zur Erziehung für uns. Wir lernen von diesen Tieren, von diesem Peacock, wie wir transformieren unsere negativen Emotionen into Peace und lassen diese Peace auch benefit für andere. Diese Schönheit, alle Leute sehen diese Schönheit Feder von dieser Peacock, ne?
Ich glaube, jede Leute werden nehmen eine Kamera und dann so schön, ich will das haben, so schön, mach mal so, mach mal noch mehr, noch mal, noch mal. Ne? So, machst du auch, teilen deine Schönheit, teilen deine positiven Gedanken vor alle und auch vor alle deine Familienleute. Denk mal, ha, das ist diese Lockdown-Zeit, diese Corona-Zeit ist wie, nur wie eine giftige Saft. Wie die Peacock damals nehmen von dir, gib dich lang, ne? Und dann du lernst du, wie du transformierst durch diese Stellung. Das ist Yoga. Durch diese Stellung, ich sage, das ist eine Heiligstellung, ne? Dann lernst du automatisch, wenn du jeden Tag übst, diese Stellung, du lernst du automatisch, wie du transformierst deine Emotionen into Peace. Und dann machen andere Leute auch Glück. Versuch mal, wirklich, das ist eine Magic, wie eine Magic. So, ich erstmal show etwas, die Vollstellung, ne? Voll Majo-Asana, das heißt Majo-Asana. Ich gebe eine Mantra für diese Heilig Peacock. Diese Heilig Peacock, Om Mayur Kranta Svaha, ist eine Mantra von dem. Und diese Mantra kann transformieren alle giftigen Virus und giftigen Gedanken und giftigen Energie und was Udu, alles into Lotus. Und das ist tatsächlich, ich will das beibehalten als mich selber, aber ich denke, das ist besser, dass ich teile diese Stellung auch für euch. Wow, das benefit mir. So, ich würde gerne das auch benefit euch. Hoffentlich euch bleiben wie dieser Peacock, wie dieser schöne Peacock. Du transformierst alle negativ in Schönheit, in glücklich. Ne? Transformier Wut in Mitgefühl. Da du hast mehr Mitgefühl für die Leute, wer arbeitet im Krankenhaus, in Artheim. Ne? Du hast mehr Mitgefühl. Wenn du hast mehr Mitgefühl vor anderen, dann fühlst du dich selber angenehm. Mindestens du bist noch mehr sicher zu Hause als die jemand anderes. Wer arbeitet vor, ne? Besonders für die Leute, wer arbeitet vor, nehmen die Todeskörper vom Corona zum Friedhof zum Beispiel, ne? Und ich respekt für solche Leute, wirklich. Denke mal, du hast noch bessere Situation als solche Leute. Und du sollst auch lernen, von dieser Peacock transformiere deine Emotionen in Schönheit und teile diese Schönheit für solche Leute. Wir brauchen wirklich, wirklich gutes Wünschen, gutes Unterstütz. Leute, mach mal. Das war eine Erfahrung von mir auch. Ich war auch in der Zeit, wenn in Wuhan war so starke Corona-Zeit. Ich war auch da. Da ist meine Heimat. Ich war auch zusammen mit meinen Eltern. In die Zeit hat die Leute auch zum Beispiel vier Leute zu Hause Quarantäne, ne? Ich auch. Da also haben wir auch diese Wünsche gemacht. Also schreibe etwas Schönes für die Leute, wir arbeiten im Krankenhaus. Und gib solche Leute, solche Menschen ein bisschen mehr Kraft. Die Leute brauchen dich Hilfe, brauchen jeder ein bisschen Unterstützung, ein bisschen gute Wünsche. Sag mal, du bist unser Hero, du bist unser gutes Beispiel. Wir respekt für euch in dieses Gedanken. Und dann denk mal, dieser Peacock, dieser Mantra, um Mayur Kranta Svaha. Und dann benefit for them. Und lassen den bleiben stark, stabil und gesund. Und mehr Schutz von der Natur, vom Universum. Okay? Leute, an dieser Stellung, ich hoffe, dass euch vom Schritt zum Schritt lernen und üben. Das wirklich, wirklich bringt dich an der großen Magic. Das ist meine Lieblingsstellung. Wow, ich weiß, das ist eine sehr besondere Stellung, für helfen uns zu transformieren alle negative Gedanken into Lotus, into Peace, into Gesund. Na, in dieser Situation, du bleibst Peace, Glück, denn du bist fast erleuchtet. Unser Ziel ist zu endlich, wir wären gerne erleuchtet zu sein. Ne? Erleuchtet bedeutet keine Leiden mehr. Du bist immer glücklich. Du bist zufrieden für alles. Wir alle unser gutes Beispiel vom Universum. Respektvoll.
Okay, Leute. Das ist zum Beispiel, ich sage nur, dass ich teile nur einfach meine Erfahrung, wie du kämpfen für dein Ego, wie du transformierst für deine Depressionsgedanken. Ne? Wenn du denkst, du, ich bin arm, ich bin so, kann nicht mehr aushalten, dann denke mal solche Leute. Und dann hast du mehr und mehr Mitgefühl. Und mach dich gute Wünsche vor und genieße die Zeit in der Sicherheit. Space. Okay, Leute, ich bitte euch mehr Peace, mehr Achtsamkeit, mehr Abstand und auch Unterstütz für die Leute. Wir arbeiten hart für gesund. So, ich zeige mal auf dieser Stellung Peacock. Peacock, Englisch ist besser von mir. Oder Chinesisch heißt Kongque. Oder deutsches V, ne? P-F-A-U, V, ne? Diese Stellung. Ich mache das erstmal zum Beispiel für euch. Ich mache gerne mit Lotus. Kann man auch ohne Lotus machen. Einfach ein Bein nach dem anderen Bein. Geht auch. Ne? Lassen beiden ein Bein Lotus. Gute Lotus machen. Bleiben, Rücken gerade, Schulter unter Nasen. Lassen die Handgelenke, lassen die Hand Richtung nach vorne. Du kannst auch Richtung so machen, wenn du, wie du gefühlst. Alles ist gut. Aber bei mir so funktioniert. Für Frau nicht Frau. Für männlich Frau am besten so, Fingernägel nach vorne. Für Frau nicht Frau am besten diese Handgelenke nach vorne, die Richtung. Das ist ein bisschen kompliziert vor dem Anfang, ich weiß. Aber wir können zusammen anbauen, diese Stellung. Vom Anfang zum Bau. Ich erstmal zeige mal diese Vollstellung. Maju Asana. Um Maju Krantasvaha. Um Maju Krantasvaha. Immer ich mache diese Stellung, mache ich ein paar Mantra von dieser Heilig Peacock. Um Maju Krantasvaha. Om Mayur Pranta Svaha, Om Mayur Pranta Svaha, Om Mayur Pranta Svaha, Om Mayur Pranta Svaha, Om Mayur Pranta Svaha. Langsam drücke die Hand auf die Matratzen, lassen die Hand. Manche Leute gerne so machen, das ist auch okay, super. Und ich gerne so, Charlotte's Weg. Das ist Charlotte's Weg. So. Auch schon nach vorne. Genauso wie die Kinn aufstellen. Damals habe ich für euch erklärt. Ne? Folgende Ebel. Versuche mal die Brust Richtung Boden. Kinn auf den Boden. Verlangen die Halswirbelsäule. Und heben, heben. Das ist der Fall. Oh mein Gott, das war er. 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 Immer 5 bis 10 Atem, das ist genug. So langsam. Ich zeige mal, wie du machst das Mayu Asana. Sehr bekannt. Du hast einen Block, ne? Du kannst gerne mit gerade Bein zu probieren, anstatt wie Lotus. Du kannst auch mit der Hand, du musst nicht so das machen wie ich. Mach die Hand nach vorne, geht das auch. Und die Ellbogen zusammen. Versuch mal die Ellbogen zusammen. Dieser Block erstmal unten deiner Hüften, zwischen deinem Hüften und Bauch hier zu bleiben. Und bleib da hier. Lass das mehr, lieber mehr Richtung Bauch. So, lassen diese Hand in dieser Form
Finde lieber nach vorne, egal nach hinten oder nach vorne, geht da, beide ist okay. Okay? So bleibst du hier. Eine Bein hoch, ausatmen. Andere Bein hoch, ausatmen. Und repeat. 5 bis 10 Mal. So. Ein, aus. Ein, aus. Ein, aus. Ein, aus. Ein, aus. Von hier, du fühlst du dich ein bisschen Armbalance. Dann lass deinen Block hinten, lass deine Fußspitze auf deinen Block. Und dann versuch mal die Hand Ellbogen zusammen, wirklich. Wenn du deinen Ellbogen hörst du dich nicht, dann nimm einen Yoga-Gurte. Yoga-Gurte. Wie breit deine Schulterabstand sind, wie breit die Gurteabstand sind. Und dann fester Teil auf deinen Oberarm. Dann ducken die Hand auf die Boden, den Fuß auf die Boden. So, lassen die Ellbogen zusammen. Dann machen wir so, bleibst du hier. So, beugen deinen Rücken, Schulter weg von den Ohren, ein Bein hoch und bleib da hier. Das ist schön fast an der Vajrasana. Bleib da hier 5 Atem. 3, 2, einatmen, ausatmen, sinken. Andere Seite. Einatmen, heben. Nochmal 5 Atem. 1, 2 und 3, 4, 5. So, bleib da hier nochmal 5 Atem. 5, 4, 3, 2, 1. Und langsam heben. Und wieder langsam zurück zu Baby Pose. Das ist natürlich, das ist ein bisschen anstrengend, ne? Bei dieser Vajrasana brauchst sehr viel Kraft von deiner Bauchmuskel, Brustmuskulatur und besonders deine Schulter, so dass immer ducken Richtung die Hüften. Und versuche mal atmen. Wie du kannst bleiben, das mit dem Block, ne, ein Bein nach dem anderen Bein zu üben. Und dann langsam versuche mal ein Bein nach dem anderen Bein zu hochheben. Du kannst das einfach zu üben zu Hause. So, langsam. Und irgendwann, wenn dieser Lockdown fertig ist, du kannst kommen zu meinem Kurs. Ich unterstütze dich. Ich unterstütze euch sehr gerne. Aber langsam Übung, wie eine Hausaufgabe. Mache mehr Kraft von Arm, so wie ich geübt, mit dem Block und mit der Yoga-Gurte. Heute habe ich meine Yoga-Gurte vergessen, aber ist nicht schlimm. Aber ich fühle mich sehr, sehr angenehm in dieser Übung mit dem einen Block. Beide Fuß, jetzt zeige ich mal noch mal für euch. Okay, Leute, das ist nicht so kompliziert. Du kannst das schaffen. Du musst nicht unbedingt Notus machen. Du kannst das auch mit gerade Bein machen. Okay? So. Fuß auf die Boden. Erstmal Fuß, Rücken auf die Boden. Und mach dann Rücken beugen. Und dann Rücken. Schulter weg von den Ohren. Lass dann Ellbogen zusammen. Ducken deinen Boden zusammen. Genau. So, bleib da hier. Das kannst du machen, ne? Du kannst die Bauch aber fest gehen. Das ist schön an der Peacock-Stellung angefangen. Und 2, wechsel, immer wechsel, zu Hause Übung. 3 und 4. Und mach diese Stellung, und bevor ich diese Stellung mache, mal diese Mantra. Om Mayurkanta Svaha. Om Mayurkanta Svaha. Und denke an diese Mantra und helfe alle Leute, transformiere alle negative Gedanken into peace and a lotus, okay? Und dann danach, wenn du wirklich Kraft die Bauchmuskel und Rückenmuskel gehabt, dann komm langsam ein Bein nach die andere Bein. Okay? Auf diesen Tag. Verdammt, auf diesen Tag.
Ja, den heben die Fäße und komm zurück zu Sitz. Das war's. So langsam, Nase um. Rücken gerade, Schulter um den Nase und roll in die Schulter ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Öffne die Hand. Beide Hand nach hinten. Gerade, zieh die Schulter zusammen. Oh. Das ist eine schöne und leckere Stellung. Ich finde mich nach dieser Fall sehr angenehm. Eine therapeutische Stellung. Ich bin nicht cool. Aus, als man durch die Bauchnabe fest in und hebe die Arme hoch. Erstmal wieder langsam zurück in der Mitte. Wiederholung. Ausatmen. Einatmen, ausatmen. Durch die Bauchnabe fest in. 3 und 2. Jetzt wieder langsam zurück. Hebe die Arme hoch. Und langsam durch den Bauch. Und wieder nochmal. Wiederholung. Aus. Hebe die Arme nochmal hoch. Weiter atmen durch die Nase. Und wieder langsam zurück in die Mitte. Und schiebe die Knie zusammen. Und beugen die Knie und heben die Fußfäße, beide Hände anfassen, die Kinnbeine rücken gerade, Bauch und Oberschenkel. Bleibst du hier, ganz entspannen. Und wir sagen mal für unseren Körper, wir bedanken dich sehr. Wir wünschen dich alles Gute. Besonders bleibst du gesund. Ich hab dich liebe. Ich hab dich liebe. Ich habe dich lieb. Bleibe stark, bitte. Bleibe Mut. Bleibe positiv Gedanken. Bleibe Mitgefühl. Bleibe der Peacock's Gedanken. Transformiere alle in Peace. Und be ein gutes Beispiel. Atme wieder langsam, Wirbel zurück. Ausatmen langsam, komm zurück zu schneiden, sitzen. Einatmen, hebe die Arme hoch. Aus, dann dreh den Oberkörper. Schau nach hinten. Ein, wieder zurück. Ausatmen, auf die andere Seite. Ein, zurück. Aus, dann Palm zusammen vor die Brust. Nochmal tiefer ein. Aum, Shanti, Shanti, Shanti. Aum, Freedom, Freedom, Freedom. Namaste. Ich bedanke für eure Achtsamkeit. Wünsche euch bleiben gesund und positiv Gedanken an mehr und mehr Unterstützung für die Leute. Wir arbeiten hart